Heute stelle ich drei Mutterbücher vor. Die sind alle nicht besonders dick, so zwischen 100 und 150 Seiten. Und ich beginne mit Sylvie Schenk, Maman. Sie beschreibt das Leben ihrer Mutter, das sie gar nicht kannte, denn in dieser Familie wurde nur geschwiegen. Die Mutter hat nichts erzählt, sie hat generell sehr, sehr wenig Worte gehabt. Und sie beschreibt ihre Mutter als eine Unglückliche, die ihr Unglück nicht reflektieren konnte. Im großen Schweigen gab es nur Platz für Belangloses, für gestickte Tücher und kindische Träume. Die kleine Prinzessin heiratet den Prinzen. Sie haben viele Kinder und leben noch, wenn sie nicht gestorben sind. Ihre Mutter ist das Kind einer Seidenweberin, die sich mit Prostitution über Wasser halten musste und dann ihr Kind abgibt an Pflegefamilien. Die ersten 5 Jahre, ja, im Grunde liegt alles im Dunkeln. Sylvie Schenk recherchiert, aber bekommt erst so einen richtigen Faden zu fassen, als ihre Mutter in eine Familie kommt, von der sie dann später auch adoptiert wird. Dort findet sie ganz langsam wirklich auch, ja, sie hat auch da kaum gesprochen vorher und findet dann ganz, ganz langsam zur Sprache. Sprache spielt hier immer wieder eine Rolle. Sylvie Schenk erfindet dann im Grunde Szenen, das heißt, sie umhüllt ihre Mutter mit Geschichten, in die sie auch selbst als Schreibende hineinspringt. Also sie nimmt dann manchmal in einer Szene ihre Mutter an der Hand, als wenn sie sie führen und begleiten und stärken wollte. Das finde ich ganz spannend gemacht. Es schwankt so ein bisschen zwischen derber Sprache. Das hat mir gar nicht dann so gut gefallen und also ich empfinde das als große Diskrepanz. Das ist für mich der einzige Minuspunkt an diesem Buch und teilweise ist es geradezu poetisch und dieses Hin- und Hergerissensein zeigt aber vielleicht auch einfach diese Pole des Lebens ihrer Mutter. Also das ist ein sehr, ja, es ist ein schönes Buch und in jedem Falle lesenswert. Maman von Sylvie Schenk, die, ich glaube, seit über 20 Jahren auf Deutsch schreibt, obwohl sie Französin ist. Auch das ist bemerkenswert. Sie lebt in Deutschland und schreibt auf Deutsch. Das zweite Buch, Eigentum von Wolf Haas, ist sehr skurril, so wie ja im Grunde alle Bücher von Wolf Haas. Ich kenne ihn als Krimi-Autor und habe seine Brenner-Krimis immer sehr gemocht. Er beschreibt, also er macht uns weiß, er hätte innerhalb von 2 Tagen am Bett seiner Mutter, kurz bevor sie starb, dieses Buch geschrieben. Und er macht es sehr, ja, es ist sehr, sehr, ja, es ist einfach witzig. Also wir finden ihn dort am Bett. Es ist permanent in kleine Abschnitte unterteilt und es wechselt immer dazwischen, dass er sich Gedanken macht und er oder vom Leben seiner Mutter erzählt und dann so etwas, was klingt wie ein O-Ton, als habe er ein Tonband mitlaufen lassen. Und die Mutter erzählt sehr, ja, auch in einer schlichten Sprache und Wolf Haas überlegt aber zwischendurch, das ist ja so, man sitzt am Krankenbett und die Gedanken driften ab und eigentlich muss er eine Poetikvorlesung vorbereiten und wird da aber auch immer wieder rausgeworfen. Ich konnte mich nicht um meine Poetikvorlesung kümmern, sondern musste meiner verantwortungsvollen Tätigkeit als Lagerist und Gabelstapler für die Erinnerungen meiner Mutter nachkommen. Bald wäre ich nur noch organische Hülle für diese Gespenster, die von einem Blutkreislauf und meiner Atemluft und meinem Hirn am Leben gehalten wurden. Die feindliche Übernahme meines Gehirns war in Gang. So wie ich als Embryo ihren Blutkreislauf angezapft habe, machen es jetzt ihre Erinnerungen mit mir. Und gerade weil es nicht meine Erinnerungen sind, sondern erzählte Zombie-Erinnerungen von früheren Leben, zusammengereimtes und zusammengelogenes und zusammengetröstetes und zusammengeglaubtes, brauche ich meine ganze Energie, um alles zusammenzuhalten. Das ist spannend, wie er dort schreibt und auch dieser Wechsel zwischen ihren Erinnerungen und seinen sind großartig zu lesen.
Das, was sich durchs ganze Buch durchzieht, ist genau der Titel des Buches, nämlich das Eigentum. Auch das ist ja ultimativ witzig gemacht, finde ich. Das ist ja ein Eigentumsstempel auf einem Buch. Also dieses Buch ist quasi das Eigentum, das geistige Eigentum von Wolf Haas. Seine Mutter hat aber immer dem Immobilieneigentum nachgejagt und es ist ihr nie gelungen, denn sie ist im Jahr 1923, das war der Höhepunkt der Inflation, geboren und hat es wirklich nie geschafft, irgendwie etwas anzusparen, um Eigentum zu erwerben. Bis zum Schluss, dort gelingt es ihr endlich, als nämlich ihr Mann stirbt, erwirbt sie 1,7 Quadratmeter, ein Grab. Und dort steht auch schon ihr Name auf dem Stein oder Kreuz, Marianne Haas, geboren 1923. Und damit ist sie eben nur 7 Jahre älter als die Mutter von Sylvie Schenk. Und das finde ich eben auch spannend. Das verbindet so ein bisschen diese Bücher. Und da fühlt sich dann endlich Marianne Haas als Eigentümerin. Und deswegen ist Haas auch völlig entsetzt, als der Bestatter kommt und vorschlägt, wie man das so heute macht, dass also ein Urnengrab doch das Richtige und das Angemessene und das gern genommene sei. Aber nein, er und sein Bruder wollen wirklich unbedingt der Mutter jetzt zu dem, ja, zu diesem Ruheplatz auf ihrem eigenen Eigentum und Grund und Boden verhelfen. Das ist meine Leseempfehlung Nummer 2. Ich komme zu Nummer 3, Mutters Stimmbruch. Das ist nicht weniger skurril, nur ganz, ganz anders skurril als das Buch von Wolf Haas. Denn wir haben eine Mutter, die ausschließlich als Mutter hier vorgestellt wird. Und sie hat, auch dort geht es um Sprache. Muttersprache, es beginnt schon genau so. Mutter kann 9 Sprachen, aber redet mit niemandem mehr. Manchmal spricht sie mit der Zentralheizung, den Bäumen und dem Brot, beschimpft ihre Zähne oder das Radio. Ansonsten schweigt Mutter. Sie hat zu wenig Stimme. Im Laufe des Buches erwirbt sie ihre Stimme dann wieder. Also die Zähne, die ziehen sich die ganze Zeit durch. Sie lässt sich dann auch, nachdem ihr die ersten Zähne ausfallen, alle Zähne ziehen und bekommt ein Gebiss. Und mit diesem Gebiss und bis das dann wieder irgendwie in diesem Mund, der zwischendurch wund ist und dieser Stimme, die nicht da ist, bis dieses Gebiss wieder sitzt und sie damit irgendwann dann auch wieder die volle Stimme hat, da passieren so viele Skurrilitäten. Also es gipfelt darin, dass sie in einer Telefonzelle Arien im Badeanzug bekleidet, Arien schmettert. Es kommt ein bisschen vor wie eine späte oder eine dritte Pubertät oder eine vierte Pubertät, ich habe keine Ahnung. Also es ist wahnsinnig sprachlich schön geschrieben. Katharina Mewissen ist, glaube ich, Sprachwissenschaftlerin und ist geboren irgendwie 1991. Nochmal zurück zu Wolf Haas, er ist 60 geboren und Sylvie Schenk ist 44 geboren. Also auch da so spannend, sich durch die Zeiten zu lavieren. Und das hier ist wirklich, also man hat es schnell durchgelesen, es ist bei Wagenbach erschienen und die Wagenbach-Bücher, die Quartbücher sind ja unglaublich schön gestaltet. Also einfach mit diesen Zeichnungen und auch vom Papier her. Das ist also wirklich vom Papier, von der Sprache, von allem ist es ein absoluter Genuss. Vielleicht finde ich nochmal gerade ein. Ach so, ja, Mutter, das passt es vielleicht ganz schön zusammen. Da steht, sie hatte gedacht, älter werden sei langweiliger. Und langweilig ist nämlich dieses Buch auch ganz und gar nicht. Also 3 Leseempfehlungen zum Thema Mutter von Sylvie Schenk, Maman, erschienen bei Hansa. Von Wolf Haas, Eigentum, ebenfalls erschienen bei Hansa. Und Mutters Stimmbruch, Katharina Mewissen, als Wagenbach-Quartbuch erschienen.